Wir haben Alternativen zur Darmspiegelung. Man kann die sogenannte virtuelle Koloskopie machen. Das ist eine Untersuchung mit der Computertomographie. Da muss der Darm so vorbereitet werden wie zur Koloskopie. Man kann mit der Untersuchung die Polypen entdecken, aber nicht entfernen. Wenn also Polypen da sind, muss koloskopiert werden, um die Polypen zu entfernen. Darmkrebs kann man zu einem sehr hohen Prozentsatz heilen. Nach aktuellen Daten sind über 65% der Patienten heilbar, entweder durch alleinige Chirurgie oder in mittleren und fortgeschritteneren Stadien durch die Kombination von Chirurgie und Chemotherapie. Die Heilungsraten nach aktuellen Daten, Krebskongress 2016, beträgt 65%. Müssen Sie nicht. Also da haben die meisten Patienten Angst davor. Ein bleibender künstlicher Ausgang ist nur bei Enddarmkrebs erforderlich. Enddarmkrebs ist die seltenere Form des Darmkrebses und bei weniger als 10% der Enddarmkrebspatienten legen oder müssen wir einen bleibenden Ausgang anlegen. Man muss es also nicht unbedingt fürchten.